Ich bin stolz. Ich bin echt stolz, dass Sie wieder mal bei uns zu Gast sind. Ernst Mosch und seine original Egerlehner Musikanten und Helga Reichel. Hallo. Das ist wunderbar. Bleibt da. Liebe Zuschauer, verehrte Gäste, jetzt darf ich Ihnen eine Erfolgsbilanz sagen, die seinesgleichen sucht. Ernst Mosch, 39 Jahre auf der Bühne, 290 Schallplatten, 29 davon vergoldet, 3 Platin und 1 Platin mit Diamanten. Also. Vielen Dank. Hallo. Wo bist denn schon wieder? Bleib da. Ein großer Mann, und jetzt sage ich etwas, was ich kurz vor der Sendung erlebt habe, oben, da ist natürlich alles noch beisammen, da eine Chor hat gesungen, Ernst Mosch stand da, 3, 4 junge Musikanten wollten Ratschläge von ihm, und der Papa Mosch ist da gestanden, hat mit dem Buben geredet, das zeichnet dich aus, und deine Musik, du kommst ja eigentlich aus dem Swing, aus dem Jazz, du hast ja begonnen bei Ernst Mosch, hätte ich vorhin gesagt, bei Erwin Lehn und seinem Südfunk-Tanzorchester. Richtig. 1951 kam ich zu Erwin Lehn als erster Posaunist. Jetzt ist schon wieder weg. Ich habe keine goldene Schallplatte. Ja, jetzt bleib da. Jetzt lass ihn Papa reden, dann komme ich zu dir. Dort war ich 15 Jahre erster Posaunist. Ja. Schau, was tut. Habe also geswingt, Big Band geswingt, gut, recht und schlecht. Wir waren eine sehr gute Band. Und dann hat man also versucht, so zu spielen. Und man hat also ganz gut gespielt. Die Kollegen kamen also und sagten, na der Ernst, heute warst du spitze. Aber in die Reaktion nach außen hat sich da nie was gerührt. Und da kriegt man ja irgendwie mal so das Pummel, wie man das sagt. Nicht? Mhm. Gell? Dann habe ich mir gesagt, also wo kommst du denn nur eigentlich her? Ich bin ein Egerländer, komme also aus Falkenau an der Eger, es liegt zwischen Karlsbad und Eger. Und dann habe ich gedacht, mit was bist du denn eigentlich aufgewachsen? Man muss sich vorstellen, die Amerikaner wachsen mit dem Swing auf, mit dem Jazz. Die Wiener mit der Wiener Musik, oder? Ja, und nicht die Österreiker, sondern die Ungarn, das habe ich bald vertan. Die kommen mit der ungarischen Musik. Und ich komme also aus dem Egerland und bin mit der böhmischen Musik aufgewachsen. Und dann kam also der Gedanke, machen wir als Hobby eine Egerländer Kapelle. Eine kleine Formation mit 13 Mann. Das hat sich dann so entwickelt. Die erste Sendung war am 21. April 1956 und daraufhin kamen 32.000 Hörer zu sich. Presente! Wahnsinn! Ja, also. Das ist so im Kurzen die Geschichte, aber ich darf jetzt gleich den Sendeleitern sagen in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, bitte schön, verzeiht's mir, er ist schuld, wir überziehen halt wieder. Ja, ja. Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt hast du die Helga Reichel als Sängerin. Helga, du hast ja ein Trio gehabt, die Auerdirndln, das war ja etwas vom Feinsten überhaupt in Sachen Musik. Er sucht sich nur die besten Musiker. Und auch beim Gesang, glaube ich, verlangt er eigentlich alles ab, was nur möglich ist. Ja, das kann man schon sagen. Also in der Arbeit, er ist sehr lieb, sehr sanft, aber wenn es ans Professionelle geht, an die Perfektion, dann ist er halt leider manchmal ein Krieger, gell? Ja, ja, aber guter. Aber jetzt hast du ihn aufgebaut, beim Tanzen, da ist er mitgegangen, wie ein 40er. Wir haben ihm natürlich vorher ein paar Herztabletten gegeben zur Beruhigung. Versteht er das? Ich darf dir den Wastel geben. Es geht. Wow. Danke. Du brauchst nicht, gell? Darf ich Ihnen was sagen? Freilich. Also wenn wir nicht überziehen, will ich noch was sagen. Ernstl, sprich. 1992 hast du mir einen Wastel gegeben. Ja. Ja? Ja. Und dann hast du ihn wieder weggenommen. Ja? Und heute, 1994, gibst du ihn nicht mir, sondern wieder der Helga. Weißt du, wir beim ORF müssen sparen, dann nehme ich ja dann auch wieder weg. Ich wollte es ja nur jetzt ist schon dahin. Ernstl, ich verspreche dir, du kriegst heute noch einen extra. Aber jetzt für dich, für deine Original-Egerländer und für die Helga, einen Riesenapplaus. Okay. Dankeschön, dass ihr da wart.